Ein Weg entsteht dadurch, dass man ihn geht. Sehr geehrte Jury, liebes Publikum, stellen Sie sich das Leben wie einen typischen Frühlingstag vor. Blauer Himmel und die Sonne scheint. Es ist warm. Rundherum sieht man nur das saftige Grün der Wiesen und die bunten Farben der Blumen. Das frische Gras und die unzähligen Gänseblümchen und Löwenzähne duften. Sie gehen, machen Schritt für Schritt einen nach dem anderen immer geradeaus. Auf einmal kommen sie zu einer Wegkreuzung. Sie bleiben stehen und drehen sich um. Sie blicken auf ihre Straße zurück und plötzlich erkennen sie, dass alles einen Sinn ergibt. Die Pflastersteine der Erlebnisse und Erinnerungen haben eben diesen, ihren Weg gelegt. Sie schauen wieder nach vorne auf die Kreuzung. Und wohin gehen sie jetzt? Links oder rechts? Sie müssen sich entscheiden. Aber können sie sich überhaupt entscheiden? Liegt es wirklich in ihrer Macht, zu bestimmen, wohin der Weg führt? Ist es der Zufall oder ist es das Schicksal, das bestimmt, welchen Weg sie wählen? Gibt es denn ein Skriptum für unser Leben? Schwarz auf weiß festgeschrieben? Oder sind wir selbst die Autoren unseres Drehbuches? Nehmen wir einmal an, unser Leben wäre in Stein gemeißelt. Somit wären wir doch eigentlich nicht dazu verpflichtet, die Folgen unseres Handelns zu tragen. Aber wer dann? Wer ist unser Steinmetz? Manche würden ihn vielleicht Gott nennen, Allah oder Zeus. Wie auch immer er heißt, er ist verantwortlich. Wir müssen uns vor niemandem rechtfertigen, nicht mal vor uns selbst. Die Folgen? Dramatisch. Wie ein schlauer Mann einst sagte, wenn sich niemand mehr moralisch für seine Taten und deren Auswirkungen verantwortlich fühlen würde, würde unsere Gesellschaftsordnung, wie wir sie heute kennen, auseinanderbrechen. Und umgekehrt? Wäre unser Leben durch den Zufall bestimmt, würde das bedeuten, dass wir, da ja nichts vorherbestimmt wäre, absolute Freiheit über alle unsere Entscheidungen hätten und wir uns somit sehr wohl unseren Weg aussuchen könnten. Damit müssen aber auch wir die komplette Verantwortung für diesen übernehmen. Nun habe ich eine Frage an Sie. Fühlen Sie sich denn persönlich moralisch für Ihre Taten und deren Folgen verantwortlich? Fühlen Sie sich zum Beispiel für die Rodung der Regenwälder verantwortlich? Oder fühlen Sie sich persönlich für die Hungersnöte in Entwicklungsländern verantwortlich? Fühlen Sie sich denn persönlich für die Politik in Ihrem Land verantwortlich? Nein? Ich mich auch nicht. Wir, die Menschen in diesem Raum, wir als Einzelpersonen, wir roden keine Regenwälder. Und wir als Einzelpersonen, wir machen die armen Menschen auch nicht noch ärmer. Wir als Einzelpersonen, wir haben auch keine Entscheidungsmacht in wichtigen politischen Fragen. Aber wir haben die Wahl. Und wir haben die Willensfreiheit. In einem fachübergreifenden Sinne gehört zur Willensfreiheit die subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Und wir haben die Wahl. Und wir können sie bewusst treffen. Wir müssen uns nur dazu entscheiden, diese Tatsache wahrzunehmen. Wir haben die Wahl, Tropenholz zu kaufen sowie Nahrung und Wasser sinnlos zu verschwenden oder sorgsam mit diesen Ressourcen umzugehen. Wir haben die Wahl, uns mit der Politik in unserem Land zu beschäftigen und genau die Vertreter zu wählen, die unsere Interessen teilen und die wirklich etwas bewegen können. Genau diese Willensfreiheit ist eine Voraussetzung für die politischen Ideen der Freiheit und Demokratie. Doch wie viele von uns nehmen sie denn wahr? Wie viele entscheiden denn bewusst? Und vor allem, wie viele übernehmen denn auch die Verantwortung für diese Entscheidungen? Wie ein schlauer Mann einst sagte, wenn sich niemand mehr moralisch für seine Taten und deren Auswirkungen verantwortlich fühlen würde, würde unsere Gesellschaftsordnung, wie wir sie heute kennen, auseinanderbrechen. Doch unsere Gesellschaftsordnung bricht bereits auseinander, weil wir taub und blind unseren Weg gehen. Schritt für Schritt machen, einen nach dem anderen, immer geradeaus. Und dabei alle in verschiedene Richtungen ziehen. Wir entfernen uns in unserer Ignoranz voneinander
und verlieren uns in uns selbst. Jeder steht sich selbst am nächsten. In unseren Entscheidungen nehmen wir auf unsere Mitmenschen keine Acht. Um jedoch wirklich etwas zu schaffen, um wirklich etwas zu erreichen, müssen wir miteinander, als Gemeinschaft und Gruppe agieren, uns gegenseitig stärken und voneinander lernen. Nach dem Motto, mein Ich wächst am Du. Deshalb dürfen wir unser Leben nicht dem Zufall und schon gar nicht dem Schicksal überlassen, sondern müssen es selbst in die Hand nehmen, etwas zu verändern. Wir müssen uns also bewusst entscheiden, wohin gehe ich, links oder rechts?